Ja, so ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde LS15. Ja, jedes Mal, wenn ich hier zurückgehe, habe ich meinen Mauszeiger weg. Ja, jetzt aber. Was machen wir heute? Heute machen wir dieses Feld hier erstmal fertig. Und schauen mal, was wir noch so Schönes machen können. Ich hatte eigentlich vorgehabt, eine andere Säge mehr zu besorgen. Und zwar ist die besser zum Fällen der Bäume gedacht. Das ist im Prinzip ähnlich wie die ich habe, diese Saw. Nur das ist eine doppelte. Das heißt, wir haben zwei Sägen im Prinzip in einem. Und haben da die Option, halt eben besser an die Bäume ranzufahren. Die habe ich schon gehabt, aber die ist irgendwie, weiß ich gar nicht, wieso ist die verschwunden. Das heißt, die ist aus dem Mod-Ordner irgendwie ja, raus und ist nicht mehr auffindbar. Ich habe sie jetzt auch bei farming2015mods.com bis jetzt noch nicht wiedergefunden. Ich weiß, dass ich sie da weggeholt habe. Aber ich habe sie irgendwie bis da noch nicht wiedergefunden. Mal gucken, ob die vielleicht eventuell in irgendeinem anderen Mod-Ordner gelandet ist oder so. Mal schauen. Weil die ist wesentlich besser für diese Bäume hier gedacht. Die lässt sich auch... Warte mal, wie war denn das? Ließ sie sich jetzt Frontlader montieren? Ich glaube, die muss vorne an die normale Aufnahme dran. Also die lässt sich nicht im Frontladermodus montieren. Die war eigenständig, wenn ich nicht irre. Aber wir können mal kurz mal gucken. Also hier war sie definitiv nicht bei den Force-Geräten und den normalen. Und das ist die einfache hier, das ist so. Und da gab es, wie gesagt, eine doppelte. Aber die ist irgendwie, ist die weg. Ja, unter platzierbaren Objekten sowieso nicht. Radlader, dieser Radlader hier, der taugt übrigens auch nichts. Dieser Beta-Loader. Der wird hier schön abgebildet mit der Zange vorne dran. Die Zange ist natürlich nicht dabei. Und ja, die 456 PS, die machen es jetzt auch nicht wirklich aus. Weil bringt irgendwie nicht wirklich was. So, hier hatten wir geguckt gehabt. Unter Gewichten wird es auch nicht sein. Unter Futtertechnik schon gar nicht. Transport ist auch nichts dabei. Ballentechnik. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo dieses Ding abgeblieben ist. Diese Dinger kommen übrigens hier aus dem IT-Runner Pack. Das da auch inzwischen zum Download zur Verfügung stellt. Steht. Ja, dieses Ding hier, das habe ich ja nun gekauft, aber. Mit dem Erntekopf ARC ausgestattete Doppelpendelrüttler und hydraulische Verstellung des Rüttelabstands gewährleistet vor allem eine Schonung der Weinreben. Qualität der Ernte, ja gut, ich habe keine Weinreben. Da ist auch nichts bei, Rübenernte auch nicht. Kartoffel, Schneidwerke, Erntemaschinen, dein LKW ist sowieso auch nicht. Ja, der Frontlader ist er auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin ist. Ich hatte sie gehabt, aber keine Ahnung. So, dieses Ding ist übrigens auch sehr witzig hier.
denn ich muss hier noch einiges an Bäumen wegmachen, die hier irgendwie so sinnlos rumstehen, weil da bleiben regelmäßig die Erntemaschinen und Helfer hängen, wenn sie hier übers Feld gondeln. Weil sobald da so ein kleiner Streifen im Endeffekt überbleibt, bleibt er da automatisch dran hängen. Ja, hier fliegen Hubschrauber lang. Ich habe es also auch schon probiert, Hubschrauber mit reinzupacken, aber das ist, na, ist nicht wirklich so das Nonplusultra. Die Hubschrauber funktionieren zwar, aber doll ist das nicht. Also es ist nicht so das Optimale. Da sie auch wenig Kapazität haben, Helfermodus nicht unterstützt wird, ist das halt eben ja ein bisschen blödsinnig, weil man schafft gerade mal so anderthalb Bahnen vom Feld, müsste dann wieder landen, auftanken und naja, hat es nicht wirklich. So, das war das. So, hier wollte ich ja noch. Das ist natürlich schon wieder nachgewachsen hier. Gut. Ich werde zu lange gewartet habe. Ich wollte hier noch ein bisschen Gras schnell mal wegmachen. Ja, von dieser Kombi, meines war New Holland, der Drescher in Camouflage Design. Der hat ein ganz kleines Problem im Schneidwerk. Ich vermute mal, dass das an dem Multifrucht-Mod liegt. Oder zumindest irgendwas in dieser Richtung. Der, wenn er das Feld verlässt und hier in diesen Grasbereich kommt, mit dem Schneidwerk, was dabei ist, dann ist es so, dass er dieses Gras plötzlich mäht und daraus Häckselgut wird. Na, was natürlich, wenn er, ich sag mal, nicht gleich sofort wieder aufs Feld kommt und zu viel Häckselgut, ich weiß nicht, gewisse Prozentzahl geerntet hat, nicht mehr am Feld weiter erntet und das, was dann im Tank drin ist, ist plötzlich Häckselgut und nicht mehr Erntegut. Das finde ich persönlich ein bisschen ungünstig, weil wenn man nicht vorher wirklich hier einmal ums Feld außenrum mäht, ist halt eben plötzlich anstatt beispielsweise Raps oder Getreide oder was auch immer, plötzlich Häckselgut drin. Und das macht sich nicht unbedingt optimal. So. Das hatte ich da unten, habe ich glaube ich schon gesät gehabt, wenn ich nicht irre. Glaube ja. Dann kriegen wir die Kante hier auch noch mit. Das ist das Schöne hier bei dem. Da muss man nicht so 100%. Da kann man halt ja auch mal mit über dem Boden fliegenden Mähwerk. Und das mäht trotzdem. Ja, ich weiß, es ist unrealistisch. Mähwerk kommt gar nicht auf den Boden. Das kann gar nicht das Gras abmähen. Kann es wohl, sieht er ja, dass es das kann. Nicht? Also von daher. Wir wollen mal nicht so hier auf Realismus rumhämmern, weil es ist immer noch ein Simulator. Und ja, es sind Mods. Und die Mods sind halt, ja, teils etwas unrealistisch, gebe ich zu, wie beispielsweise einen 50 Meter breiter Flug. Oder ein 50 Meter breiter Grubber, den man mit einem Winzeltrecker ziehen kann. Und kostet dann, ich glaube, kostet nicht mal was in Anschaffung, das Ding. Oder wenn denn nur ganz wenig. In der Unterhaltung ist es wohl auch, ist auch spottengünstig. Kurz gucken hier. Grubber, da. Der Flug 50 Meter kostet gar nichts, kostet auch nichts in der Unterhaltung, genauso wenig wie der Grubber. Also Flug und Grubber geschenkt sozusagen.
und schafft 50 Meter. Ist nicht kollisionsbedingt, das heißt, es ist nur diese 2 Meter oder 3 Meter Breite vom normalen Grubber oder Flug, die ich sag mal kollisionsbedingt sind. Das heißt so viel, wenn ich an einem Baum vorbeifahre und ich ecke mit diesen 2 Metern oder 3 Metern irgendwo am Baum an, bleibe ich hängen. Ansonsten mit den Auslegern je Seite von 20 Metern, 23 Metern, da passiert gar nichts. Da kann ich zwischen den Bäumen durchheizen ohne Probleme. Ja. Könnte man vielleicht nochmal überarbeiten, aber naja, ist halt für große Felder gedacht. Wie gesagt, hier zum Beispiel Feld 30, es ist ein extremst großes Feld. Zwischen kann ich es mir, glaube ich, langsam wieder leisten. Denn ich muss ja die Map komplett einmal neu starten. Weil irgendwie war es so, dass sie plötzlich angefangen hat, ein bisschen rumzuhakeln. Dann ließen sich gewisse Dinge ließen sich nicht mehr kaufen. Da habe ich mir gedacht, okay, speicherst den ganzen Kram mal lieber ab. Ging irgendwie dann auch nicht mehr mit der Speicherei. Und habe das Spiel dann versucht zu beenden. Das hat auch nicht gefruchtet so richtig. Habe ich mir gedacht, naja gut, okay, bleibt jetzt nicht so ganz viel anderes übrig, weil eine hakelige Map brauchst du nicht spielen und ja, speichern ging eh nicht mehr. Habe ich das Spiel halt normal beendet. Das heißt normal beendet, halt alte 4. Und ja, danach war es dann so, dass der, also im Shop war plötzlich gar nichts mehr. Weder Standard noch Mods. Und naja gut, dann bin ich halt wieder raus und wollte die Map nochmal erneut starten. Da war dann halt auch die Map verschwunden. Also der komplette Spielstand war weg. Inklusive aller Sachen, die da waren, war halt alles komplett weg. Sprich, musste das ganze Spielchen nochmal neu starten. Habe dann mir aber gedacht, okay, jetzt nochmal alles wieder erspielen, ist auch ein bisschen blöd. Bin halt in die Map nochmal reingegangen, habe sämtliche Fahrzeuge verkauft, die drin waren. Habe mir zwei Felder oder drei Felder habe ich mir im Prinzip in Anführungsstrichen ercheatet und habe ja ein bisschen Kapital, der was vorher vorhanden war, so grob von den Sachen, die halt da waren, an Erntegedönse hier, habe ich mir halt einfach da das Geld für geholt und habe mir ein paar Fahrzeuge halt eben dann gekauft. Habe nicht mehr so viele Fahrzeuge drin gehabt, wie sie vorher drin waren, weil waren halt viele Fahrzeuge, die ja doppelt, dreifach, vierfach gewesen sind, weil wir es teilweise ja eine Zeit lang mit zwei Leuten gespielt haben hier. Und ja, da ist halt von den Mitspielern auch die Lust plötzlich weg gewesen, kein Bock mehr, das Übliche halt, was man so kennt. Es wird irgendwas angefangen und ja, halt nicht wirklich beendet. Und naja, dann habe ich halt eben einiges an Fahrzeugen wieder, oder habe ich nicht wieder, habe ich dann weggelassen. Und habe jetzt einfach, ich sag mal so, für mich Fahrzeuge hier gekauft, die ich meine haben zu müssen, um ja, einigermaßen vernünftig spielen zu können. Starte das Game an sich im Moment auch immer noch nach wie vor im Multiplayer-Modus. Einfach im Gedanken, wenn
irgendwer Lust hat und die Mods hat, sie liegen ja schließlich bei uns im TS, kann sie sich runterladen, kann auf die Map joinen, ohne Passwort, ohne alles. Und kann dann halt eben dementsprechend hier mit dabei sein und mitspielen. Und dachte ich mir, dann heißt es nicht, ja, von wegen, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil, ne? Weil ist nicht an der Server oder sowas in dieser Richtung. Von daher also, starte ich halt eben im Multiplayer, auch wenn es im Multi-Single-Player, sage ich jetzt mal, denkbar dämlich eigentlich ist, weil ich die Funktion von Cosplay, Curseplay, wie auch immer, nicht habe und somit die Fahrzeuge zum Abfahren ja alle selber fahren muss, wie Helfer ich nur eine gewisse Anzahl an Helfer einstellen kann, die halt eben ihre Aufgaben erfüllen, sei es ernten, sei es säen, sei es düngen oder sonst irgendwelchen Firlefanz machen. Und als Abfahrer muss ich halt selber fungieren und kann in der Zeit, ich sag mal, nichts anderes machen. Beispiel, Bäume fällen, Hackschnitzel und sowas machen. Das fällt dann halt eben in dem Augenblick weg. Von daher muss man halt ein bisschen Abstriche machen, aber naja, es soll hier als Team Multiplayer weiter fungieren. Und deswegen läuft er halt einfach im Multiplayer-Modus. Auch wenn es alleine gähnend langweilig ist. Und ich sag mal, auch für Leute, die jetzt einfach ja, zuschauen, ist das jetzt auch nicht unbedingt das Alleraufregendste, das weiß ich selber. Weil man im Endeffekt hier den Alleinunterhalter machen muss. Weil nur stupide jetzt einfach hier ja, durch die Gegend gondeln, hat auch nicht so den ganz wirklichen Nährwert. Hier mal kurz gucken. Ich habe doch hier auf dem Feld doch die Sämaschine drauf gehabt, oder nicht? Ist das schon gesät hier? Ja, tatsächlich. Das wächst schon. Na gut. Ja, ist wie gesagt auch nicht so das Nonplusultra. Einfach nur, ja, gucken, wie die Maschinen durch die Gegend rollen. Aber, naja. Gibt halt so gewisse Dinge, die sind halt wie sie sind. Und von daher, entweder man guckt es oder man lässt es, je nachdem. So, schon wieder ein kleines Häufchen Gras angesammelt hier. Es ist zwar nicht viel. Ich weiß auch nicht, Grasmähen ist hier auf dieser Map irgendwie stressig. Ich weiß nicht wieso. Ist irgendwie nervig. Rein technisch gesehen reichen diese drei Maschinen hier vollends aus. Mehr bräuchte man eigentlich nicht. Ne? So, hier geht nix. Gut. Stellen wir diesen alten verdreckten Miststreuer mal hier irgendwie zur Seite. So, wahrscheinlich steht da jetzt irgendwie voll mitten im Weg, aber naja, nicht so schlimm. Mal gucken, ob der andere Kübel da, ob sich mit dem eventuell was anfangen lässt. Ich will das da abkoppeln. Warum geht das jetzt nicht? Abkoppeln. So. Nee, nicht den. Ich mich jetzt natürlich so geschickt postiert hier. Ein bisschen. Nimmst du den bitte mit da? Danke.
irgendwie müsste da eigentlich was drin sein von Kompost, aber mal gucken. Abkoppeln, ankoppeln wäre nicht schlecht. Bin ich auf der richtigen Seite von dem Container? Ja. Und zieh hoch den alten Kübel. Stellen, weil normalerweise müsste da eigentlich was drin sein, weil da unten liegen die Schnipsel rum, es ist Wasser drin. Eigentlich müsste da was rauskommen. Aber warum kommt da nichts raus? Bin ich denn da? Wasser, Kompost, 50%. So, eigentlich müsste da was rauskommen. Warum kommt da nichts raus? Stehe ich nicht. Jetzt aber auch keine Lust, einen anderen Kübel hierher zu holen. Nur um auszuprobieren, ob das funktioniert. Weil so wichtig ist das mit dem Kompost jetzt auch nicht. Tja, gut, das geht nicht. Ja gut, das ist genau das gleiche wie diese Silo-Geschichten hier. Da kippt man halt einfach nur Gras rein und dann sollte da eigentlich Silage rauskommen. Das Ding ist voll hier mit Gras. Zumindest habe ich es voll gekippt. Und man sieht, es kommt nichts. Das gleiche ist bei dem hier. Kommt halt auch nichts raus. Sollte eigentlich. Weil ist eigentlich was drin. So, wo sind wir hier? Bisschen Licht anmachen, wird nämlich dunkel jetzt langsam hier. Ein schönes Gerät. Cockpitmäßig, naja, so lala. Aber funktionsfähige Spiegel, leider nicht einstellbar. Halt, ja, das Übliche beim Modern, dieses Geschlitter, ne? Das ist irgendwie vollkommen normal. So, und dann steht man da und kommt nicht mehr weg. Weil kann Gas geben, aber hier mit Kurvenfahrlicht sogar. Na, ich kann es versuchen, mal rückwärts. Zumindest hier diesen Becher runterkomme. Na, das ist das Problem bei diesen Mods. Es ist alles schön und nett, alles. Als klasse, aber leider Gottes, die Fahrdynamik ist bei den Dingern, ja, wird meistens vernachlässigt. Leider Gottes extremst vernachlässigt, weil selbst bei geringeren Geschwindigkeiten, wenn man da um eine Kurve huscht, ja, der Anhänger fliegt einfach irgendwo durch die Gegend. Ne? Hier kurz nur so ein bisschen eingelenkt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Ganze hier über die Tastatur steuere und nicht über ein Lenkrad. Ja, wer weiß, vielleicht liegt es daran. Aber selbst wenn ich nur so tippe, selbst dann verhält sich dieses Ding etwas sehr eigenartig. Ne? Ist halt ein Schubboden hier. Man sieht das ein bisschen vielleicht. Ja, gut, der V8-Sound hier von dem LKW. Naja, lässt ein bisschen noch. Also nach oben ist noch Luft auf jeden Fall. Na. So. Wird das auch erledigt? Ja, den hatte ich hingestellt für den Radlader da und den Harvester. Okay, der bleibt auch erstmal stehen. Ja, hier wollte ich eigentlich das Wasser reinkippen, aber lässt sich irgendwie nicht reinkippen mal wieder. Der Deckel geht zwar auf hier, wenn der Rand fährt, aber irgendwie ließ sich das da nicht reinfüllen vorhin. Guck, vielleicht geht es ja jetzt. Ach, es könnte vielleicht daran liegen, dass es da voll ist.
Füllen wir mal hier. Gucken wir, ob wir hier was reinfüllen können. Hier geht's. Ja, es ist hier irgendwie Rübenwaschgeschichte und so weiter. Ist noch nicht voll, also von daher fehlt auch noch der Diesel drin. Aber den LKW mit dem Diesel habe ich gerade hier hinten stehen. Also von daher. Ne? Ja, hier war das Problem. Da kann ich nicht anfangen zu säen, weil. Da ist noch nicht alles aufgesammelt. Ja gut, das lassen wir hier noch. Das bleibt auch, das auch. Das Ding werde ich auch wieder verkaufen, weil ich habe kein Weinfeld. Also von daher brauche ich auch keinen Wein. So, den brauchte ich. Oh, da muss ich nicht so oft übers Feld juckeln hier. Ja, das Licht von dem ist natürlich hier mehr so Kerzenschein. So, mal gucken, das war das Rübenfeld, das ist gesät. Na, hier oben müssen wir noch das Stroh einsammeln. Das ist noch nicht komplett. Deswegen kann ich da noch nicht neu säen. So. Ja. Jetzt mal was umschmeißen, das ist immer gut. Da ich hier mit einem Mähwerk gemäht habe, was gerade mal so 3 Meter hat, habe ich natürlich hier die Spur an Spur. Wenn ich jetzt hier mit einem einfachen Sammelwagen langfahren würde, wäre ich wahrscheinlich noch 2 Tage unterwegs, nur um dieses bisschen Zeug hier einzusammeln. Deswegen mache ich das hier mit. Ja, ich höre schon wieder die Stimmen schreien. Ah, das gibt's gar nicht. Das ist unrealistisch. Das ist mir sowas von. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht? Aber das Thema hatten wir ja nun schon oft genug gehabt. Es ist auf jeden Fall einfach. Weil ich mache hier 5 Spuren in einem Zug. Muss zwar alle Nase lang ausleeren. Er verhält sich natürlich auf dem Feld ein bisschen komisch hier teilweise, wenn man das so sieht. Mal so von den Rädern, von der Seite her, da sieht das eigentlich ganz gut aus. Nur wenn man hier so von hinten guckt, pfft er doch ganz schön. Aber naja, es sind halt eben. Diese beiden Ausleger hier, die übers Feld hüpfen mit Rädern drunter. Man kann hier zur Not auch die Blinkies noch anmachen. Wenn man so ein bisschen Licht hat, weil dieses vordere Licht, das ist echt albern. Muss ich auch sparen können. Ja, schade, dass platzierbare Haufen nicht funktionieren. Der Mod, das geht irgendwie hier in der Map nicht. Habe ich ausprobiert. Denn dann könnte man das Zeug hier irgendwie auf den Haufen kippen und mit der Fräse in einen vernünftig großen Anhänger packen und würde dann halt nicht ganz so oft immer fahren müssen. Boah, ich würde jetzt mal eins probieren, da das Ding jetzt eh gleich voll ist. Ich mal hier einmal lang. Gucken, dass wir das da vielleicht noch mitkriegen. Vielleicht passt es noch bis zum Ende. Naja, bis zum Ende des Feldes nicht mehr, aber zumindest ein Teil passt. Ja, was wird hier in dem Kanal in nächster Zeit noch kommen? Es werden voraussichtlich vielleicht meist auch noch heute. Weil heute hätte ich mir das Fahren zur Arbeit eigentlich sparen können. Denn es war so, dass diverse Baustellen der Meinung waren, naja, wir haben heute auch keinen Bock, ist ja Montag.
Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon Dienstag oder vielleicht sogar Mittwoch, je nachdem, wann ich zum Schneiden komme. Wir haben keinen Bock heute und wir machen nichts. Somit sagen wir ab. Und ja, deswegen bin ich halt einmal sinnlos zur Firma gefahren. Umsonst war es nicht, weil hat ja schließlich auch Geld gekostet. Aber auf jeden Fall war keine Arbeit da. Und bin halt wieder nach Hause gefahren und habe damit jetzt ein wenig Zeit, hier auch mal wieder ein bisschen Videos vorzuproduzieren. Also wie ich mich kenne, lade ich die sowieso einen nach dem anderen hoch, damit ich es nicht vergesse. Aber naja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich sie erstmal gemacht. Ich kann ja sagen, ich mache gar nichts mehr hier. Na? So, das kippen wir hier rein. Könnten natürlich jetzt noch was anderes machen. Das wäre vielleicht noch eine Alternative. Dazu müssten wir mal einen Trecker mit Licht am besten. So, dann haben wir doch hier den Schwader stehen. War der das? Ja, ich glaube. So, das war das. Das gucken, ist das das Richtige? Genau. Das ist das Richtige, was ich brauche. Nur, da ist hinten kein Zugmaul dran. Okay, kein Zugmaul heißt, ich muss das zweimal fahren, aber ich muss bei dem größeren Inhalt nicht so oft fahren. Ja, wie gesagt, gemoddeter Trecker. Eigentlich ganz prima, leider Gottes Fahrdynamik gleich Asche. Moment, wir haben aber die Optionen Radgewichte. Natürlich am Trecker gehen. So, gucken, ob das besser geht mit etwas dickeren Reifen. So, ausgeklappt der noch. So, mal gucken, ob das mehr Sinn macht. Hier kriege ich aber nur vier Spuren. Ja, schneller bin ich damit auch nicht, glaube ich. Muss ziemlich genau zielen. Aber ich kann dann mit dem großen Ladewagen hier lang und da geht ein bisschen mehr rein. Muss nicht so oft hin und her fahren. Vielleicht husche ich hier auch mal mit der Ballenpresse rüber. Ah, ist schon witzig, ne? Ich meine, ich fahre exakt gerade, ich habe Tempomaten drin, ich lenke nicht. Mal ist dieser Schwarzstreifen so breit, mal ist er schmal. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja gut, hier aber. Ich glaube, jetzt wird es hier dunkel oder richtig dunkel und es ist auch nicht wirklich mehr aufregend. Ich sage einfach mal, das soll es hier wieder mal gewesen sein. Ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal dann wieder ein, wenn es heißt LS15 oder irgendwas anderes. Ich sage einfach mal, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein.
und ciao.